Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Gaming News. Ich bin Rektalin und ihr schaut WeBlayGames4U. Ihr habt nichts mehr zum Spielen und braucht Nachschub? Dann freut euch auf kommende Woche. Am Mittwoch kommt Brothers A Tale of Two Sons für die Xbox 360 sowie Mars Wars Logs für die PlayStation 3 raus. Doch der Kracher kommt am Freitag, denn es erscheint Tales of Xillia für die PlayStation 3. Jetzt ist es aber an der Zeit für die News. Microsoft hat es geschafft, die Taktrate der GPU von 800 auf 853 MHz zu erhöhen. Was zwar gut ist, aber auch nicht die Welt. Weiterhin scheint die Xbox One dazu designt worden zu sein, für 10 Jahre im Dauerbetrieb zu bleiben. Da frage ich mich, wie energiesparend der Spaß ist. Square Enix hat diese Woche die Entwicklung eines Tomb Raider-Nachfolgers für die Next-Gen-Konsolen bestätigt. Freut mich sehr, denn Tomb Raider gehört für mich zu den Spielen des Jahres. Die gute Nachricht ist, es gibt einen neuen Teil der Breath of Fire-Serie. Die schlechte ist, es wird ein Online-Game für Mobilgeräte. Wer bei Capcom's Deep Down auf einen Dragon's Dogma-Nachfolger hoffte, wird enttäuscht, kann sich aber auf einen Online-Dungeon-Crawler freuen. Es gibt erste Informationen zum Multiplayer von Batman Origins. Es werden 3 Teams gegeneinander spielen, die Aufteilung 3 gegen 3 gegen 2, sprich 2 Teams aus Schurken gegeneinander und vor allem gegen Batman und Robin. Nochmal. Die Wii U hat sich zwischen April und Ende Juni nur 160.000 Mal verkauft, wohlgemerkt. Die sind, globale Verkaufszahlen. Das sieht absolut nicht gut aus. Diese Woche hat Ubisoft Watch Dogs einen neuen Trailer spendiert und ich muss sagen, der war gleichzeitig hässlich wie verstörend. Grausamst zeigt dementsprechend die aktuelle Konsolengeneration und bestärkt mich nur in meinem Entschluss, wirklich Watch Dogs und alle Multiplattform-Titel für kommende Konsolengenerationen zu kaufen und nicht, auch wenn sie früher rauskommen, für hiesige oder jetzige Konsolengenerationen, weil das Problem ist einfach, sie sind so grottenhässlich im Vergleich. Das ist unglaublich. Ich halte das nicht aus. Wie dem auch sei, damit kommen wir aber auch schon wieder zum Ende. Sommermonate gibt es leider nicht so viele Informationen, warum auch immer. Ich bedanke mich natürlich immer fürs Zusehen und sage ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.